Und da sind wir auch wieder. Ich habe nochmal geguckt und wie es aussieht, können wir diese erste Auktion nicht mehr machen, was ziemlich kacke ist, aber wir kriegen auch trotzdem irgendwie das Item. Wir müssen dafür zwar wesentlich mehr Geld hinblättern, aber gut. Sei es drum. Nein, nicht sei es drum, das riecht mir immer noch auf. Aber egal. Jetzt, wo wir die richtige blaue Karte haben, können wir uns endlich aufmachen zum Südsektor. Toll, jetzt komme ich rein. That's what she said. That's what he said. Beep, beep, bitte warten. Datenbestätigung. Hat funktioniert. Jetzt kann ich in den Südsektor. So einfach? Okay. Hooray! Wir sind auf dem Weg zum Südsektor. Was ist denn jetzt los? Alarm! Alarm! Aus Sicherheitsgründen halten wir kurz an. Erdbeben! Oh! Oh! Oh Gott! Trümmer! Was zum... Ist das ein Digimon? Positiv, das ist Bulbmon. Und dieses Viech ist ein verdammter Bastard. Ich will was ausprobieren. Und ja, er ist ein Miniboss. Oh, ein ziemlich starker Miniboss. Gut, dass wir unsere Abwehr erhöht haben. Denn dieser Penner haut rein. Und zwar so richtig. Beim ersten Mal hatte ich keine Ahnung, was ich gegen ihn tun sollte, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Und man sieht vielleicht, wieso. Ich will mir den Stoßmeter ehrlich gesagt jedoch auch sparen. Von daher schicken wir jetzt erstmal... nicht Gilmon. Wir schicken Grismon rein, natürlich. Hol's dir! Ich glaube, in der Begegnung kann er aber nur normale Angriffe und benutzt keine Spezialattacken. So, dann wollen wir doch mal gucken. Hammer Rush! Patsch! Oh, er hat zwei Schläge abgewehrt. Das gibt's doch nicht. Oh! Zum Glück macht er nicht so viel Schaden gegen Grismon. Rush! Okay, das waren drei Treffer. Sehr schön. Wie viel macht das? Oh, schön! Oh! Versuchen wir ihn nochmal kurz... Was hätten wir früher machen sollen? Wir versuchen mal, ihn zu verlangsamen. Obwohl, ich glaube, dagegen ist er immun. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, sieht so aus. Okay. Ich will auch, dass Grolmon ein paar EP macht, von daher finishen wir ihn jetzt. Gut, dass wir jetzt doch Level 15 sind. Weil wenn man Level 13 oder so ist, ist das schon ein ziemlich übler Brocken. Und natürlich war ich noch vorher in der Trainingshalle, das hat uns nochmal ein wenig geholfen. Also ist man wirklich völlig unvorbereitet auf den, wie es im Normalfall ist, kann er einem so ziemlich das Leben versauen. Das war's dann. Jawohl. Was? Hä? Ah, er hat Maschinenresistenz. Natürlich, er ist selbst eine Maschine. Oh Gott. Oh oh. Oh. Hat er mal normale Abwehr. Das macht nichts. Ob ich versuchen sollte, ihm ein Item zu klauen? Ich glaube, er hat keins, aber ich versuch's mal. Putsch. Nein. Ah ja, wenn man ihn nicht besiegt, dann flieht er, was jetzt ein bisschen schade ist. Aber naja. Das ist geskriptet. Man kann ihn besiegen, was einem halt EP und Geld bringt. Oder es kommt halt so.
das ist jetzt nicht allzu schlimm. Aber jetzt haben wir schon mal Bulbmon gesehen. Und Egg wird nochmal auftauchen. Und dann kriegen wir nochmal richtig aufs Fressbrett. Aber egal. Ah, hey, halt! Mist, jetzt ist sie weg. Wieso sie? Vielen Dank fürs Warten. Der Gondelbetrieb wird wieder aufgenommen. Und wir sind an der Südstation angekommen. Endlich bin ich im Südsektor. Was war das noch für ein Digimon? Oh, wir gehen direkt durch zum Bulksumpf. So haben wir nicht gewettet. So nicht. Ich will hier nochmal rein, denn hier steht ein Digimon-Tamer rum. Ich weiß nur nicht mehr, welcher es war. Oder waren beide? Andy, du bist der Größte. Andy wird der Weltmeister. Andy, du... Ja, okay, dann muss ich gegen Andy kämpfen. Ich bin Andy, ein genialer Tamer aus der Schweiz. Klar, dass ich der Server-Champ bin. Ich beweise es dir mit meinen Kräften. Ist ein Digimon-Kampf okay? Mehr als okay. Zeig mir, was du kannst. Dann machen wir den noch eben schnell weg. Dann heilen wir uns hoch und dann machen wir noch etwas ganz Besonderes. Ich hoffe, der macht jetzt nicht allzu viel Schaden. Nö, den kann man wegstecken, das ist okay. Yep. Sehr gut. Tuskmon. Gut. Okay, wir lassen Gilmon jetzt mal außen vor und lassen nur die beiden jetzt ran. Okay, eine Combo Hammer Rush ist eine richtig miese Attacke. Mies im Sinne von, dass sie Schaden aus der Hölle fährt. So, jetzt wollen wir uns noch einmal hochheilen und dann machen wir was ganz Besonderes. Schon richtig, letztes Mal habe ich verloren, aber am Ende werde ich triumphieren. Ich dachte schon, er will direkt noch eine Runde. wieso gehe ich jetzt eigentlich auf Items? Wenn wir Patamon dabei haben, brauchen wir eigentlich keine Items. Small Heal, zack und zack und zack. Nur vorsichtshalber. Zack. Sehr schön. Ja, genau. Weiter geht's. Erinnert ihr euch noch an den DRI-Agenten? Der uns gebeten hat, Agumon-DDNA zu holen. Guck mal, wer da vorne steht. Ja, Metallgreymon steht bereits hier. Bereit, uns die Agumon-DNA zu geben. Und ich glaube, das werden wir in diesem Part auch tun. Wir werden jetzt gegen ihn kämpfen. Und ja, ich wünsche uns viel Erfolg dabei. Was? Hey, Metallgreymon, kannst du mir einen Gefallen tun? Kann ich ein Agumon-DDNA-Muster von deiner DDNA bekommen? Entschuldige, aber ich kann sie dir nicht so geben. Wenn du sie haben willst, musst du es gewinnen. Und ja, wir kämpfen jetzt gegen Metallgreymon. Und der kann so einiges. Er kann normale Angriffe und er hat sein Ultimate Giga Destroyer. Und ich glaube, er ist sogar ziemlich stark. Ja, es geht eigentlich. Mal gucken, wie viel Schaden du davon bekommst. Ansonsten muss ich wohl wieder Grismon ranlassen. Oh ja, ich glaube, ich hole lieber Grismon raus. Patsch, wie er mich slappt. Oh, okay. Ja, wir holen Grismon raus. Das ist, glaube ich, die beste Wahl im Moment. Grismon, hol es dir. Mit... Ich glaube, wir wollen... Nee, wir gehen auf Hammer Rush. Patsch, patsch, patsch.
Oh ja, man sieht schon, Metallgreifmann hält einiges. Oh, da kommt der Giga-Destroyer. Oh! Und die Weisheit von Grizzlymon ist nicht gerade die beste. Grizzlymon. Das sah schmerzhaft aus. Nochmal Hammer Rush. Batsch, batsch, batsch. Ah, ich liebe diese Combo. Ja, okay, mit dem nächsten Hammer Rush haben wir ihn. Yep, das war's dann. Bye bye, Metal Raymond. GG! Metal Raymond wurde besiegt. Yes! Okay. Hat doch nicht so viel EP gegeben, wie ich dachte. Super, gewonnen! Nun, ich halte mein Versprechen. Geh gut damit um. Cool, ich habe die Agumon-D-DNA. Danke, Metallgreymon. So, dann reden wir nochmal mit ihm. Digitale DNA ist sehr wichtig, sei vorsichtig damit. In der Tat. Und wenn wir jetzt kurz das Gebiet verlassen und nicht von irgendwas aufgehalten werden... Oh nein! Stirb! 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 Bitte! Bitte stirb! Bitte! Ja, gut, bleib tot! Oh Gott! Ich hab so einen Schiss von den Viechern. Oh, man kann meine Angst nicht in Worte fassen, die ich von diesen Viechern habe. Oh Gott. Oh Gott. Ich will auf keinen Fall verwirrt sein. Nicht mit sowas wie Angewurmern vor allem. So, wie gesagt, ich will noch Angewurmern trainieren. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Wenn wir das Gebiet jetzt einmal kurz verlassen und wieder hineingehen, fällt uns auf, Metallgreymon ist weg. Dazu sei gesagt, die Digimon für die DDNA, die spawnen erst, sobald man sie besiegt hat. Sonst kann man das Gebiet so oft verlassen, wie man will. Sie bleiben so lange stehen, bis man gegen sie kämpft und besiegt. So, warst du ein Tamer? Ja. Hey Kid, willst du eins auf die Nase? Im Digimon-Kampf zeige ich, wer Boss ist. Wer Boss ist? Oh Mann. Oh, ein Vardemon. Wow. Ja, wie man sieht, ich habe Techniken von Angemon geladen. Zack. Das tut ihm fast gar nicht weh. Oh, ein bisschen. Ich glaube, seine Attacken hatten eine Chance auf Paralyse. Oh! Sie haben K.O.-Potenzial. Oh mein Gott. Hau ab! Oh, das war ein Volltreffer. Cool. Oh, Thunderballmon. Thundermon? Das Ding heißt Thunderballmon, aber gut. Oh. Marke. So, und jetzt wieder das Grizzlymon. Wir holen jetzt das Grizzlymon wieder raus. Und bringen Hammer Justice. Hammer Time. Wow. Hat den letzten echt abgewehrt. Wow. Er hat den letzten echt abgewehrt. Krass. Quatsch. Okay. Damit haben wir den Kampf auch gewonnen. Sehr schön. Aber ich würde sagen, wir benutzen den Rest der Folge, den wir haben, und holen uns unser Agumon ab. Denn wir können jederzeit natürlich wieder zurück zum Ostsektor. Das ist kein Problem. Immer wieder. Lass uns zum Ostsektor gehen. Satellitenzugriff. Konto bestätigt. Gondel startet. Damit sind wir wieder an der Oststation und begeben uns zum Tyrannental.
Ich mache das jetzt extra mit ein paar Umwegen, weil ich will es halt einfach zeigen. Ich glaube, die Folge wird dadurch auch ein bisschen kurz, aber das ist mir wurscht. Ich mag es, dass ich jetzt angewummern habe, mit dem ich kämpfen kann. So, auf zum Tyrannetal. Na komm. So, das Laufen ist natürlich total langweilig, das weiß ich selbst, aber leider ist das Hauptbestandteil dieses Spiels. Denn so etwas wie Schnellreisen gibt es nicht. Wenn man wenigstens in die Hauptstädten zurück könnte, wann immer man will. So. Ja, das ist Agumon, die DNA. Wie versprochen bekommst du Agumon als Partner. Geh zu Piximon oder Dr. Kadomasu im Labor. Agumon ist unter Digimon-Tauschen aufgelistet. Viel Glück und züchte einen starken Agumon. Das habe ich vor. Achso, hast du noch was zu sagen? Ich zähle auf dich. Züchte einen starken Agumon. Okay. Ja, Handy, ich weiß, dass du angeschlossen werden willst, aber das hat alles noch Zeit. Der Stoßmesser von Patamon geht immer höher. Ah, cool. Oh, okay. Oh, wir haben noch eine Feuerpower erhalten. Das ist nice. Also ja. Übrigens, das kann ich ja mal eben kurz zeigen. Denn die Zeit dürften wir eigentlich noch haben. Genau. Wir nehmen jetzt mal Kubamon und wir rüsten ihn jetzt mal mit Feuerpower aus. Denn dann, was das macht... erhöht nicht nur unser Charisma, es fügt unseren normalen Angriffen auch noch das Element Feuer hinzu. Das heißt, unsere Attacken machen den normalen Damage und noch ein wenig Feuer als Zusatzdamage. Und sie bekommen auch Feuerelement, das heißt, wenn ein Digimon Feuerresistenz hat, dann kann es den Angriff durchaus ein wenig entgegensetzen. Das heißt, man muss immer überlegen, ob man eine Element-Power benutzt. Ich mag sie nicht. Ich habe schon feste Pläne, welche Wappen, welche Zubehöre ich haben will. Man kann nämlich auch verschiedene Wappen kann man einem Digimon geben, die auch noch verschiedene Wirkungen haben. Es gibt das Multiwappen, das Konterwappen, das Lebenwappen, was weiß ich. Es gibt halt ganz viele. Und die haben alle sehr, sehr geile Effekte. Und man möchte unbedingt all diese Wappen haben. Hier, seht mal, wenn ich jetzt nämlich nochmal angreife, dann sieht man schon, unsere Angriffe haben ein klein wenig Feuer hinzubekommen. Machen dementsprechend auch mehr Schaden. Ist cool und alles, aber ich bin kein Fan von diesem Wappen und ich finde auch das Feuerwappen, also Feuerpower. Feuer ist so ein Typ, dem kann man in der Regel recht gut widerstehen, also vor allen Dingen später die Digimon, gegen die man kämpft, haben in der Regel eine recht hohe Feuerresistenz. Was mach ich denn da? Haben in der Regel eine recht hohe Feuerresistenz und von daher ist das nicht gerade die beste Wahl, aber naja. So, wir wollen jetzt natürlich sehen, ob unser Agumon auch gut angekommen ist. Und das wollen wir jetzt mal eben schnell überprüfen. Das Agumon ist natürlich noch hier. Hi, Kumpel. Und wie steht's mit unserem eigenen Agumon? Ist es gut angekommen? Ich bin Digimon-Offizier Pi. Was willst du, Pi? Digimon tauschen. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal Patamon. Und da haben wir Agumon. Und wenn wir es jetzt... wir können uns in seinen Details angucken. Allerdings kann es natürlich noch keine Digitation. Und zack. Und schon hätten wir jetzt Agumon im Team auf Level 1. Müssten es natürlich dementsprechend trainieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das jetzt wirklich noch machen will. Ich meine, trainieren muss ich es irgendwann so oder so, das ist klar. Ich weiß nicht.
ob ich Agumon jetzt doch noch ins Team nehmen soll oder nicht. Das Problem ist auch, ich kann nicht wie andere YouTuber jetzt sagen, schreibt es in die Kommentare, weil erstens arbeite ich vor. Zweitens habe ich jetzt nicht so wirklich... Die Leute, die wirklich die Videos gucken, von denen ich weiß, die könnte ich auch so fragen. Und alle anderen, ich bezweifle, dass ich da Antworten erhalten werde. Aber ich frage trotzdem mal. Habt ihr ein Wunschteam? Soll ich irgendwelche Digimon im Nachhinein durch andere ersetzen? Wollt ihr das? Dann schreibt es doch einfach mal unten rein, in die Kommentarsektion. Und wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Oh gut, wir haben sogar ziemlich gut Zeit dadurch wettgemacht. Alles klar. Dann gehen wir in einem nächsten Part wieder in den Südsektor und schauen wir mal, was wir da noch alles zu erledigen haben. Spoiler einiges. Bis dahin, sage ich. Ja, bis dahin. Bye-bye. Gott, was habe ich mit dem Bye? Baba. Baba.